Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Wir müssen jetzt erstmal zu Dutch zurück. Da war auch irgendwas, aber egal. Der wartet auf uns. Wir wurden ja von so einer Bande nervender Bengel ordentlich vorgeführt. Ich hätte vielleicht mein Pferd doch holen sollen, aber egal. Ich glaube, hier ist man besser, wenn man rennt. Da rempelt man nicht aus Versehen die Leute an. Hey, mind where you're going. Ja, ja. Kann ich hier durch? Ja. Hier geht's doch überall mal durch, oder? Oder auch nicht. Verlaufe ich mich halt. Ist auch okay. Hallo. Darf ich mal durch? Lauf doch mal einen Schritt schneller. Dreh dich nicht ein paar Mal um. Lauf einfach. Ha. Gut. War doch eine Art von Abkürzung, will ich mal sagen. So, wo steckt da denn der Dutch? Ah, da drüben. Ach, der ruht sich aus. Auch nicht schlecht. Where you been? Getting robbed? Who by? Bunch of children. I won't inquire anymore. But I found Mr. Bronte. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Also hast du ihn nicht gefunden. Big house on Flavian Street, opposite the park. Good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John. You meet us there. Whatever it takes, we need to get that boy back. Na, da bin ich ja gespannt, ob das funktioniert, ob wir wirklich Jack wiederbekommen. Einfach so. Oder ob das einfach nach hinten losgeht. The swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles and slime. We're a long way east to land we know and far from real open country. Okay. Leopold Strauß lasse ich mal weg. Ich gehe einfach mal wieder zu Dutch. Ja, move. Hey. Okay, und da ist noch einmal MB. MB, okay, das klingt auch gut. Man in Black oder sowas. Da reite ich doch mal zuerst hin. Aber wie gesagt, hier ist halt echt nicht schön mit dem Pferd. In der Stadt. Gefällt mir nicht, kann mich damit nicht anfreunden. Was sagt ihr dazu, Leute? Schön oder nicht schön? So, MB. Was ist das hier? Möglich, oder? Nee, das ist nur ein großes Fragezeichen. Ich habe auch keine Ahnung, soll ich diese großen Fragezeichen oder die Fragezeichen auch mitmachen. Aber ich glaube, wenn wir damit jetzt auch noch anfangen, dann könnte sich das schnell so weit ziehen wie Assassin's Creed Odyssey. Das könnte dann schnell eskalieren, will ich mal sagen. Ach, da drüben oder was? Warte mal. Karte. Ach echt, das ist jetzt bei uns im Dings, oder was? Das ist ja doof. Nee, das wäre doof. Wenn wir da jetzt erst hinreiten. Dann gehen wir doch lieber zu Dutch. Als dass wir jetzt erst ins Lager zurückreiten. Der hatte ja jetzt doch schon einen Plan. Der uns wahrscheinlich hier in der Nähe auch wirklich braucht. Wir sinnlos hin und her reiten, wie wir es gerade gemacht haben. Gehe ich lieber gleich zurück. Das ist aber echt nicht schön hier, oder? Naja. Halt. Halt. Bleibst du stehen.
Die nehme ich noch. Nur zur Sicherheit. Okay, da oben wartet Dutch und ist es John bei ihm? Gut möglich. Okay. Ja. Ah ja, ich wollte gerade sagen, mach du was? What else do you know about this guy? Not much, just he's some slick little greasy-haired European who's clearly got power and money. Now, listen. If we go in there and start shooting up the place, boy's gonna get shot, that I guarantee. Better like this, gonna have a lot of protection. Ain't no one gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm them. Yeah, genau. This the place? Must be. You okay, John? I guess. Guten Tag. Excuse me, sir. We have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? You get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Okay. Da ist doch schon einer. Run along now, boy. Was that the special Dutch charm I heard so much about? Relax. You looking for a problem? I got this. Was denn hier los? Oh, wir dürfen rein, oder? Ich wollte eigentlich meine Waffe nehmen. Don't worry, boys. We come in peace. Nee. We just need to straighten a couple of things out. Weiß auch nicht. Ja, lauf da rein. Unbewaffnet und... Ach. Warum denn nicht, Freunde, oder? Wait. Chi sono sti buffoni? Sono qui per Picciotto. Sehen so Italiener aus? Why do you take his son? Excuse me. I said, why did you take his son? We ain't got no problems with you, sir. Nor you with us. But if you want to start one, there's gonna be a lot of folks dead in this room before it's done. So, you walk into my city, stinking of shit and looking like this, and you come into my house before you have a bath and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already by simply allowing you to breathe in my presence? Oh, der sitzt aber auf einem hohen Ross. Indeed you have. Now, we are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers. It ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business. No. We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words. You lie shamelessly. You think you are better than everyone else. Ti adoro. Date da bere sti uomini. Angelo Bronte. Dutch Vanderlyn. Arthur Morgan. Arthur. The pleasure is mine. John Marston. All mine, please. Das ist nur ein bisschen eigenartig gerade. So, can my friend have his son? Of course, of course. But should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course, I know you would not want that, huh? No. No, no, no. So how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in the cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living.
thing is, they see my men, of course they run a mile. So maybe you two head off, huh? And you, Mr. van der Linde, why you tell me more about my manners? Okay. Salute. Salute. Die sehen alle ein bisschen gruselig aus, oder? Geht es nur mir so? Fettchen! Und jetzt. Alright, let's go. Okay. Hier scheint es öfter mal zu regnen, ne? Ich weiß nicht mal wohin. You know where the cemetery is? Nee. I think so. Pretty sure I rode by it earlier. It's real impressive. You know, you did good holding your tongue in there. Do you trust one word that comes out of that bastard's mouth? Nein. We don't even know where Jack is. Listen, we found Bronte. We got in there. Dutch is with him now. All things considered, it could have gone a lot worse. Das ist ja das, dass Dutch ist allein mit ihm dort. I hope he's okay. Okay. He'll be fine. Ich denke, er wird sich schon verteidigen können. The Braithwaites were going to hold Jack ransom for all the money we cost him. They must have sent him here so we couldn't get to him. But Bronte knows by now there's no Braithwaites left to pay him. Jack ain't much use to him anymore. Let's just get this done and let Dutch handle the rest. Wir sind schon da. I just hope you're right. Ich würde schon sehr gerne noch meine Flinte nehmen. Achso, ich habe schon genug. Wo ist er? Da drüben. Okay. This way. Sicher, sicher. Alright. Let's see what's going on in here. Die rennt. I'll try this way. Wo? Stay quiet. We don't want to spook him. Vor allem wen? Okay. Friedhof, gruselig, aber hier ist eigentlich überall Licht, ne? Okay, ich glaube, wir gehen falsch. How they expect anyone to rest in peace when they ain't even buried him in the ground? Is that what you want, Marston? Peace? One day. Ich dachte, es wird heller, wenn ich reingehe. Tja, sein können. I'll go first. You stay close. Aber wir durchsuchen doch gerade schon ewig. I can't believe we're doing this. I know, but you won't care once we get the boy back. That bastard better keep his word. Hope Dutch is enjoying his brandy and cigars. Ja. Schwierig. Also ich habe auch keine Ahnung, nach was genau wir jetzt suchen. Don't want him to bolt on us. Ich habe halt nur dieses Gebiet jetzt hier. Oh, da hinten. You hear something? Ja. Hold on. Da ist der Hund. Hey there, boy. Come on, let's keep on. Sooner we get this done, sooner we get Jack back. Oh, wir sollten vielleicht den Hund mal folgen, oder? Ich glaube, der Hund, der hat da den richtigen Riecher. Wait. Quiet. Oh, I'm sorry. I had a bit to drink. Okay. My friend died. Ja.
They can hear us, you know. They're still with us. You should get yourself home. Ja, wahrscheinlich. Ja, wer hier alles so rumlungert, ne? Schwierig, dass man da irgendwie Grabräuber ausmachen kann. Da. Schon wieder jemand. Ah, okay. Hm. 3, 2, 1. Ha. Na gut. Ja, okay. Ich dachte, how many you see? 3? Come on, let's get the hell out of here. They're going to ground, Morgan. You should have paid Mr. Brunt. No. Bastards are trying to draw us out. Who do you think you are? Can't see what the day. Ich hab doch gerade einen gesehen. No doubt. Wo ist John? You think you can rob us? Can hardly see what I'm shooting at. Okay. I can think of better ways to spend an evening. Wie oft ich dem schon in den Rücken geschossen habe. Ach so, okay. Und ich dachte, ich kann den irgendwie verschonen oder so. Ich plündere mal. Sind wir noch hier auf Verfolgungsjagd oder? Tatsache. Na, schieß doch mal! Arthur! Warum hatte der die Waffe nicht mehr im Anschlag? Das ist doch echt krass, oder? Also manchmal... Bam! Komm! Bam! Erwischt! Ha! Mann, ist jetzt wirklich alle? Alright. Now let's find their stash. Gotta be around here someplace. Okay, but we'll need to be quick. We can't go back to Bronte empty-handed. Let's have a look where they first shot at us from. Robbing grave robbers. We've hit the big time. Echt mal. Suche nach dem Versteck. Hier ist es nicht. Also muss es. Also es ist da vorne. Ja, ich weiß. Und ich habe da hinten so einen Punkt. Hier liegt außerdem noch einer, oder? Da. Munition braucht man immer. So. Like I said, let's look around where they jumped us. Ja, bin ja da. Ist halt echt eine gute Frage, wo die das versteckt haben. Ja, vielleicht. Got it. Good. Das ist ja nicht viel. Damn, the law's here. Come on, let's see if that gate's open. Locked. Let's just track back to where we came in. Damn. Okay. Let's go around the side. Ja. Das heißt, wir dürfen jetzt hier uns lang schleichen. Ja. Ich dachte, wir wurden eh entdeckt. Entschuldigung. Ich dachte, das war's eh. Hey, it's him. Take it down now.
Ich will nur da raus. Bin draußen, bin draußen, bin draußen. Entkomme, das ist gut. Muss ich auf John warten? Ich werde jetzt keinen mehr schießen erstmal. Hoppala. War nicht so gemeint. Schneller. Schneller. Ja, Brücke. Okay, John ist mit da. Und ist mit draußen. Perfekt. Komm hier lang. Da suchen nämlich noch welche nach uns. Okay. Sind wir entkommen? Ja, wir warten einfach mal kurz hier. Ups. Das war natürlich ein bisschen ungünstig. Aber da stand auf einmal einer und ich dachte, der hat mich gesehen. Und da habe ich einfach geschossen. Und ich habe noch keinen Schalldämpfer. So. Ja. Sehr gut. Und ich würde sagen, den Weg zurück, den bestreiten wir das nächste Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies mit mir, Simaxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.